online. Wir haben jetzt Getränk für die Jungs geholt und sind direkt auf die Baustelle gekommen. Wir versuchen es diesmal mit dem Kopfhörer, damit der Ton besser passt und sowas. Ich hoffe, es geht euch dran. Roland, Frankfurt, du wolltest wieder mit. Alles. 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 Mein Werkzeugkoffer vom Auto. Bringst du meinen Werkzeugkoffer bitte? Von eurem Auto. Dankeschön. Jetzt für Leute, die es eventuell jemand machen lassen und so ein mulmiges Gefühl haben, wenn die ganz mal die Leitung sehen. Im Trockenbau sollte es jetzt hier nicht ganz fertig, aber wir haben im Prinzip statt Kantenschutz. Ich feiere diese Kantenschutz nicht so, was jetzt bei den einigen Händlern gibt, weil die fallen immer raus, wenn man die Leitung durchzieht. Deswegen lasse ich, und mein Jungs hat immer so ein Rohr noch drüber ziehen, so auch wenn die Leitung nochmal hin und her geht, das ist komplett die Leitung schützt, egal wie. Und auch wenn Kantenschutz jetzt hier dran wäre zum Abwehren und die Leitung nochmal gezogen werden sollte, dann ist die Leitung immer noch geschützt, weil wir im Prinzip ein Rohr drüber haben, über jede einzelne Leitung. Das haben wir immer so gemacht. Und was ich als Tipp gebe, wenn ihr selbst Leitungen drunter verlegt, dass ihr die Leitung, wenn ihr es jetzt hier vorbereitet, dass ihr es immer hier links rausstecht, hier in der Türtrage, weil hier wird erst später, wenn die Tür drankommt, wird die verschäumt und sowas. Dann wisst ihr ganz genau später, wenn es zu ist, okay, hier ist die Leitung, ich baue das hier an und ziehe das hier raus. Das ist dann easy. Frank, was denn dann ist verboten? Du musst springen. Wie schaffst du das? Es ist immer gut, im Video zu sagen, es ist verboten. Es ist verboten. Ich bin gar kein Betonfan. Ich glaube, keiner hat vergessen, Betonfan, weil diese Wände aufzuschlitzen ist halt wirklich ein Akt. Ich blende mal hier ein Video an, wie es bei uns aussah. Also wie ihr seht, ist es schon aufwendig, so ein Loch zu fräsen im Betonbereich, man braucht eine gewisse Maschine bzw. gewisse Geräte dafür. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir das noch stützen müssen. Hier kommt noch eine schöne Wandleuchte hin. Kommt dann so eine Hängeleuchte? Ja, zwischen den Treppen haben wir uns überlegt, hier genau zwischen den Treppen und die Mitte von denen, dass im Prinzip von oben eine Leuchte runter geht bis zum Keller. Aber den Deckenmaus, das können wir halt wie gesagt auch erst machen, wenn wir oben überhaupt laufen können. Das müssen meine Jungs der Tatsache spielen. Wie glücklich bist du bei mir in der Firma? Wirklich? Ja. Boah, ich bin richtig glücklich. Ja? Ich schwör's dir. Sei mir ehrlich, warst du vorher nicht so bewusst, dass ich vor drin gehen sollst und so? Genau. Zukunft war null. Und jetzt? Jetzt brutal. Krass, gell? Walle. Löwe. Ich steh dich schon als Meister. So, jetzt haben wir unsere Sachen zusammen. Wir können eigentlich jetzt weiterfahren. Mach's gut. Die Zeit, was wir gerade besprochen haben, kannst du ruhig von deinem Bruder ein bisschen mehr als gut. Mach ich. Ich denke mal, dass wir jetzt Richtung Frankfurt fahren. Aber das ist schon warm am Sand. Das ist total warm. Aber der Ton ist schlecht, oder? Nee, der Ton ist gut. Okay. Ist gut, aber es ist zu warm. Ich hoffe, dass die Kopfhörer nicht die Jungs stören oder den einen oder anderen Zuschauer. Warum sagt ich Jungs? Vielleicht gibt es auch nicht Jungs. So, ist krank. Sam, du hast schon perfekt angezogen für dieses Wetter. Ich? Ja. Vorhin hast du mich schon rausgelacht. Ja, es war heute Morgen schon frisch. Hier, wo ist die Schutzbrille? Wie viel Fahrt? Ah, scheiße. Danke, dass du mich daran erinnert hast.